Herzlich willkommen zurück zu Moonwatch. Wie versprochen, eine Classic-Runde. Und die wird jetzt auch geil. Wir starten rein. Was ist Moonwatch, fragt ihr euch. Ihr seht das jetzt zum ersten Mal. Ihr seid über was weiß ich für Wege zu mir gekommen. Moonwatch ist ein Stop-and-Go-Horde-Survival-Game, in dem ihr viele, viele, teilweise himmlische Fähigkeiten zur Verfügung habt, um euch vor den Gegnern, ja, in Acht zu nehmen, euch zu retten und die Zeit zu überbrücken, bis ihr das ganze Game hier überstanden habt. Meteor nehmen wir mit. Ihr kennt den Meteor. Wer meinen Pyromanten-Run gesehen hat, der weiß, der Meteor ist ein Ding. Und der Meteor ist einer meiner Lieblingsfähigkeiten. Deswegen nehmen wir auch ihn gleich doppelt mit. Knoblauch kostet keine Energie mehr. Nee, wir nehmen die Energieschleuder mit. Wir nehmen lieber erstmal grundsätzlich Energie mit. Genau, grundsätzlich Energie. Links unten habt ihr Energie. Die könnt ihr nutzen, um eure Fähigkeiten einzusetzen. Eure Fähigkeiten sind unten. Und wenn ihr euch nicht bewegt, bleibt die Zeit stehen. Aber die Uhr hinter mir geht dann auch nicht weiter. Und erst wenn die Uhr komplett durchgelaufen ist, dann habt ihr das Level geschafft. Was, naja, mehr oder weniger schwer ist, je nachdem, wie weit ihr seid, wie viele Gegner da sind. Und noch sieht das hier alles so pillowmäßig einfach aus. Aber ich verspreche euch, es wird schon bald schwerer. Wir nehmen explodierende Geschosse mit, brennende Gegner haben eine Chance zu explodieren. Ja, ich mache die Kamera auch nicht mehr rein, damit ihr die Uhr seht. Denn mir ist wichtiger, dass ihr das Gameplay hier habt. Denn ich habe, also ich meine, ich schwärme ja gerne mal von Spielen. Aber so eine geile Idee von einem Game, muss man sagen, ne? Ist auch überhaupt nicht gesponsert und sonst irgendwas. Sollte ich vielleicht mal dazu erwähnen, weil mir sowas ganz gerne mal unterstellt wird, wenn ich so unendlich hyped von einem Spiel bin. Ich habe nur die Mail bekommen, weil ich halt eben Backpack Hero schon vor langer, langer Zeit mal supportet habe. Nimm hier mal die Stopwatch rein. Ich glaube, die rettet mir hier ganz gut ein bisschen das Leben. Dann nochmal einen Meteor nachsetzen. Und dabei habe ich halt eben dann mitbekommen, hey, der Entwickler ist an was Neuem dran. Und jetzt hocke ich hier schon wieder seit 2 Stunden und mache nichts anderes. Einmal das Relikt-Glücksspiel für weitere Energie. 3-mal Energie. Hier haben wir die Chance, dass wir ein Relikt verdoppeln oder eben verlieren. Und wir verdoppeln es einfach mal. Ist für mich übrigens auch so ein bisschen ein Run-Killer oder eben Winner. Zack, einmal die Pflöcke durch, da eine kleine Heilung, weil wir unachtsam gespielt haben. Ein bisschen Meteor. Ein bisschen Knoblauch. Ein bisschen Knoblauch. Oh, der hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Deswegen muss er jetzt noch sterben, bevor der Run durch ist hier, beziehungsweise diese eine kurze Episode hier. Wir packen ein Gewitter rein. Ich habe mich verschätzt. Stopwatch und raus da. Genau so läuft das nämlich. Ihr müsst eure Fähigkeiten, eure Karten gut einsetzen, damit ihr die Zeit überbrücken könnt, bis ihr hier diesen Raum überstanden habt. Wir nehmen nochmal das Gewitter mit. Blitzableiter ist auch eine geile Sache, aber wir nehmen erstmal das Gewitter mit. Und den gefrorenen Schädel. Wenn wir einen Gegner einfrieren, dann verdoppeln wir den Schaden auf ihm auch noch. Hier heißt es Überleben. Aber meine Erfahrung, die ich jetzt in diesem Spiel gesammelt habe, zeigt mir schon, Überleben auf diesem Level ist nicht so schwer, wie es sich in erster Linie herausstellt. Da nämlich einmal den Knoblauch einsetzen, einmal hier ein bisschen anzünden, dabei ein klein bisschen töten und dann auch die Heilung direkt wieder mitnehmen. Dann den nächsten Meteor, einfach nur, damit wir ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln können. Eigentlich ist dieser Raum ja schon fast geschafft. Naja, hier noch ein paar Blöcke, da noch ein paar Blöcke, runterlaufen und dann haben wir das auch schon. Gut, Blitze haben eine Chance, Gegner einzufrieren, dann machen wir das halt über unser Gewitter. Und hier gehe ich mal nach unten. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich einen Impact hat, aber die Gegner hier, da weiß ich, die können einfach auch gar nichts. Außer verdoppelt unseren Blockschaden, Blockgeschütz, Blockgeschütz, Blockgeschütz
Und zack, 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 dann sind die relativ fit weg. Und hast du doch mal Probleme? Ja, gut, dann stoppst du halt die Zeit, rennst durch, nimmst ein Gewitter. Gewitter hat die Chance einzufrieren. Am Ende des Tages ist Meteor einfach der Game Changer. Habe ich schon Meteor erwähnt? Es wirkt immer so ein bisschen, ich glaube, es ist noch nicht so gut gebalanced, das Spiel. Weil man durchaus auch einfach merkt, hey, da fehlt es noch an hier ein bisschen was und dort ein bisschen was. Ich kann beispielsweise bis jetzt nicht mit einem Gift- oder Frostbild mich hier komplett durch das Spiel durchploppen. Das klappt leider einfach nicht. I don't know. Feuer hat sich bis jetzt am besten hier rausgestellt und ganz ehrlich, ne? Das ist jetzt mein erster Classic Run, den ich sag jetzt einfach mal ganz frech schon mal, schaffe. Ich hoffe es einfach mal. Wenn nicht, wird's peinlich. Knoblauch zur Verteidigung. So nämlich, die Geschütze fliegen durch die Gegend. Heuschrecke habe ich bis jetzt nämlich noch überhaupt nicht getestet, aber ich nehme auch lieber das heilige Licht. Direkter Schaden. Heilung brauchen wir nicht. Verdopplung. Ja, komm, nehmen wir eine Verdopplung von Meteor. Findet ihr das langweilig? Falls ja, ich gehabt. Es ist halt einfach so. Ich spiele Games, so wie ich Bock habe, so wie sie mir Spaß machen. Müsst ihr damit klarkommen? Wer nicht damit klarkommt, tja, der ist einfach, keine Ahnung. Ich habe für solche Menschen keine guten Worte im Repertoire. Denn letzten Endes, warum muss ich mir ein Spiel schwerer machen, als es ist? Wenn ich merke, ich komme nicht zurecht und das Spiel gibt mir Möglichkeiten, dann sollte ich diese doch nutzen. Hier bekomme ich nämlich sowieso Schaden, damit ich hier überhaupt rauskomme. So, wie wäre es denn jetzt hiermit? Wie wäre es denn jetzt hier mit Meteor? Wie wäre es denn hier mit Explosionsschaden? Wisst ihr, wie ich meine? Warum sollte ich mir das Game schwerer machen, als es eh schon ist? Und das Game, ganz ehrlich, es ist... Oh, ich gehe hier oben lang. Es ist schon auch übel. Es ist schon auch übel teilweise. Das werdet ihr gleich noch merken. Ich weiß nicht, ob wir einen Bossfight haben werden. So, so. Dann machen wir hier kurz ein bisschen Pause. Warte mal, da ist Heilung. Die würde ich gerne mitnehmen. Damit wir wieder fit und voll sind. Speicherchip. Speicherchip ist einfach euer Joker. Wenn ihr mal euch ein bisschen verkalkuliert habt. Das machen wir natürlich jetzt hier nicht. Wir verkalkulieren uns nie. Ja, aber eigentlich habe ich das schon. Naja, wartet mal. Die hier nochmal wegstoßen. Den Meteor, das ist gut. Ja, 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 ja. Hier versuche ich ein bisschen in die Massen reinzugehen, damit wir nach unten abbauen können. Aber wir haben den Raum geschafft. Knoblauch kostet 0 Energie, das nehme ich jetzt mal noch mit. Den goldenen Knoblauch, den habe ich nämlich bisher noch nie genutzt. Nee, ganz ehrlich, wenn ein Spiel mir die Möglichkeiten gibt, ein bisschen etwas auszuprobieren, etwas zu machen, dann werde ich das auch tun. Knoblauch kostet nichts mehr. Dementsprechend, wir gehen mal da nach oben, wir gehen da mal nach unten, wir gehen da nach drüben. Und dann setzen wir einen Meteor rein und einmal Blitz. Und dadurch dezimieren wir hier mal diese Monstermassen, damit wir sind gerade erst bei der Hälfte und da ist eine Fledermaus in mir. So. Und jetzt habe ich mich leider in eine Ecke manövriert. Das ist aber okay. Wir haben noch Möglichkeiten. Wir haben noch einen Meteor. Ich versuche jetzt mal ein bisschen hier durchzulaufen für die Heilung. Dann nochmal den Meteor. Und Knoblauch. Ein Blockgeschütz, damit es weg ist aus meinem Inventar. Ja, wir müssen uns ja trotzdem hier taktisch bewegen. Wir müssen ja trotzdem schauen, dass wir das hier alles einigermaßen gut gewuppt kriegen. So, da habe ich mich jetzt auf das Geschoss ihr wisst schon. Und hier der Chip zusammen mit einer Stopwatch. Ja, ist wirklich ein Gamechanger in dem Moment. Knoblauch kann ich for free nutzen. Und dann wieder ein Meteor. Jetzt, wo ich auch ein bisschen besser über die Items Bescheid weiß, mein erster Classic Run war katastrophal. Vielleicht hat ihn jemand von euch gesehen.
Jetzt habe ich endlich einen Classic Run, den ich auch schaffe. Gut, Ice Shock bringt mir, glaube ich, nichts. Brennende Gegner haben eine Chance zu explodieren. Gehe ich einen zweiten Punkt rein, damit es auch wahrscheinlicher ist. Und jetzt kommt The Big Grande Raum. Der große, böse, schwierige Raum. Wir aktivieren erstmal das Blockgeschütz. Nehmen noch eine Stopwatch mit. Und wir erhöhen hier den Schaden. Und gucken mal, wie weit wir damit kommen. Die Stopwatch mal hier rübersetzen. Dann kann ich in der Zwischenzeit da runterlaufen. Und da kommt der erste Meteor. Zusammen mit Gewitter. Das war ein gutes Ding. Da kann ich da oben durch. Jo. Hier vielleicht in die Richtung schießen. Einmal Knoblauch da nutzen. Und ja, es ist halt alles ein bisschen schwierig. Eine Heilung da. Gut, gut, gut. Kurz auf meine Energie schauen. Ja, ich muss meinen weiteren Meteor einsetzen. Damit wir hier zu der Heilung durchkommen, die ich schon noch ganz gerne genommen hätte. Hit. Da ist sie vor meinen Augen kaputt gegangen. Einmal den Blitz aktivieren. Ein Speicherchip. Ein Block Valley. Den Knoblauch kann ich for free nutzen. So, wir tippeln uns hier runter und da kommt wieder ein rettender Meteor rein. Zusammen mit einer Stopwatch. So, dann kann ich mich nämlich hier noch besser bewegen. Die Gegner ein bisschen zusammenziehen, die Gegner ein kleines bisschen, ne? Ja, es ist alles nicht so easy. Das ist wieder ein Meteor. Ich nutze jetzt erstmal das Blockgeschütz, damit ich noch ein bisschen was hier von meinem doppelten Schaden habe. Will mir ja nicht vorwerfen lassen, dass ich nur den Easy Mode spiele, ja? Ich möchte ja auch ein bisschen taktisch an das Ganze rangehen. Denn dieses Spiel hat durchaus viele coole Ideen. Aber es ist auch echt schwer. Nicht umsonst gibt es einen einfachen Modus, mit dem man sich da nochmal ein klein bisschen erstmal das Game angucken kann und ein bisschen üben kann. Habe ich auch gemacht, ja? Wir nehmen mal einmal Feuerschuhe mit. Habe ich auch gemacht. Hey, wenn ihr mir nicht glaubt, guckt die Playlist an. Da ist das Gameplay vorhanden. Weil ich erstmal einfach wissen wollte, wie ist das Game und wie kannst du hier was machen? Das Tutorial habe ich euch erspart. So nämlich kann ich mich da nach unten bewegen und mit dem Flammensprint nach oben. Oh, du musst nachdenken. Du musst hier wirklich nachdenken. Weitere Energie. Jetzt habe ich meine Energie verdoppelt und ab geht's zum Boss. Hacke die Terminals müssen wir nicht mehr machen, weil wir das Ganze schon beim Pyromanten geschafft haben. Oder war es bei Leicht? Ich weiß, bei Leicht haben wir es geschafft. Ne? Also wenn ihr den Boss Run sehen wollt, dann müsst ihr leider das leichte Gameplay anschauen. Ja, und jetzt habe ich schwer freigeschaltet. Das, ganz ehrlich, das werdet ihr bei mir nicht sehen. Denn das war jetzt schon hart genug für mich. Und ich würde euch eigentlich nur nochmal das gleiche Gameplay bieten. Auf schwer. Und zwar, wir nehmen einfach die Meteoren. Und ich glaube sogar, Horde hält länger. Das hatten wir beim Pyromanten-Gameplay auch schon. Also, die Playlist ist voll mit kleinen, kurzen Zockereien zu dieser Runde. Wie gesagt, ab auf die Wishlist damit. Na, ihr habt danach hier auch nochmal die Möglichkeiten. Discord und so weiter und so fort. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich habe sehr viel Spaß an diesem Spiel gehabt. Und wie gesagt, ihr könnt die Demo auch zocken. Ab in die Beschreibung, da findet ihr das. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.